Freunde, willkommen zur XXL Teenage Mutant Ninja Turtle Boss Skin Challenge. Ihr seht ja schon, wir haben unglaublich viele Teenage Mutant Ninja Turtle Skins zur Auswahl. Und sollte ich Meister Splinter bekommen, dann darf ich die ganze Runde über nur graue Waffen verwenden. Falls ich irgendeinen der Ninja Turtles bekomme, dann muss ich die ganze Runde über mit seiner mythischen Waffe spielen, darf aber auch gleichzeitig auch die Farbe von seinem Bandana einsetzen. Meister Shredder hier, wenn ich ihn habe, darf ich die ganze Runde über nur mit lila Waffen spielen. Und zu guter Letzt, Freunde, sollte ich April O'Neil bekommen, dann darf ich die ganze Runde über nur mit mythischen Waffen spielen. Okay, Leute, erste Runde, erster Skin. Och nee. Welcher wird es sein? 3, 2, 1. Oh Gott, das ist die Ratte einfach. Es ist Meister Splinter. Das heißt, in dieser Runde, Ladies and Gentlemen, dürfen wir nur graue Waffen verwenden und müssen versuchen, damit den epischen Sieg zu holen. Meister Splinter ist sowas wie der Vater einfach der Ninja Turtles. Oh Gott, die Sonne geht unter. Das ist gar nicht gut, Mann. Dann wird er einfach zur Bestie. Spaß, er ist ja schon einer. Wie der aussieht. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Meister Splinter spiele. Mal gucken, ob ich irgendwo eine graue Waffe finde. Ey, das gibt's nicht. Jedes Mal, wenn ich diese Challenges mache, ich finde einfach nie die Waffen, die ich brauche. Da hast du Pech! Okay, das ist schon mal ganz gut. Was werde ich? Okay, der Anblick gefällt mir irgendwie ein bisschen besser auf einmal. Sehe die Ratte nicht mehr. Gott, ich glaube, graue Waffen gibt es nur auf Floor Loot, kann das sein? Sehe die Ratte einfach nicht mehr mittlerweile. Ich sehe jetzt einfach nur noch ein Fass. Ein Fass ohne Boden. Ey, ist das euer Ernst? Es gibt keine graue Waffe hier. Ich bin schockiert, Mann. Hallo? Eine graue Pistole, ich bin gerettet. Mein Gott, da vorne ist Peter Griffin in Gold. Aber der checkt's nicht, oder? Was hier abgeht gerade. Das schreiben jetzt gerade wieder alle. Kann ich. Junge, mach mal keinen Ärger da hinten. Was sind immer die No-Skins, die aufmucken? Das ist immer dasselbe. Der macht voll Panik gerade. Oh Gott, da hinten schießt doch einer. Was passiert hier gerade? Weiß das Splinter? Ich muss gleich zu ihm. Ich bin so schlecht mit Pistole geworden. Ich schwöre, die haben irgendwie ein Update oder so rausgebracht. Romeo, ich bin's. Deine Julia. Hä, wieso fällt mir der Name nicht ein, Mann? Was passiert hier gerade? Kurzer Durchhänger. Ist auch klar, dass hier eine lila Waffe rumliegt. Normalerweise würde ich sowas gar nicht finden. Hat doch letztens irgendeiner in die Kommentare reingeschrieben, dass ich mal nur mit grauen Waffen spielen soll. Here we go, Leute. Was ein Zufall. Wir jagen jetzt noch jemanden. Ist hier noch irgendwo einer? Ich habe eigentlich schon ganz gute Waffen dabei. Bin stolz auf mich selber. Es wird Zeit, dass wir zu Meister Splinter gehen. Wir müssen irgendwann mal einführen, dass wenn ich die Seltenheit grau zum Beispiel habe, auch nur mit grauen Sachen heilen darf. Das heißt zum Beispiel, ich dürfte in dieser Runde einfach, glaube ich, nur Bananen essen, Äpfel und Bandagen. Und wenn ich zum Beispiel grün habe, als Raphael, dann darf ich zum Beispiel nur hingehen und darf hier Medikits und so verwenden. Und Minis. Irgendwie ganz lustig, oder? Falls ihr das sehen wollt, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Oh, oh. Gehen Sie weg. Wieso sind hier so viele? Verstecken. Ich hab gelernt, dass das Item doch Müll ist. Willst du, Alter? Das ist immer dasselbe, Mann. Die lümmeln immer hier vorne rum. Du hast jetzt gleich auch ein Problem mehr. Und zwar die Lobby. Hau rein, wieso hast du keine grauen Waffen dabei? Das waren doch komplette Schimmel, Peter. Soll ich Pumpgun austauschen? Ich muss immer sagen, bei Frenzy Fields sind voll viele Gegner einfach. Das ist der nächste Lümmel einfach. Mann, komm mal her, mein Großer. Du bist so rau. Danke. Hau rein. Das hier nehmen wir mit. Und ist noch einer. Wie soll das hier enden, bitte? Es ist der Terminator. Ich meine, es ist der Terminator. Jo, ist wirklich. Das ist einfach Arnie. Lol, voll der geile Skin eigentlich. Habt ihr den? Okay, wir kommen jetzt hier auf einmal. Warum geht jetzt der Boss noch auf mich drauf? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Was wird denn das hier? Meister Splinter, Mann. Boah, der hat die wieder dabei. Let's go. Muss ich durchladen dadurch, wenn ich wechsle. Kleiner Geheimtrick von mir. Oh, ich muss doch nachladen. Hä? Oh, da ist noch einer. Sag mal, du kriegst aber auch den Hals nicht voll, ne? Das war ein Season 2 Skin. Oh mein Gott, aus dem Battle Pass damals. Einfach urselten. Wo kommst du denn auf einmal her? Oh, da ist noch einer. Er fliegt. Wie ein Adler, der gerade befreit worden ist. Der tot? Hallo? Meister Splinter, klettern Sie hier hoch. Das ist noch ein Begi. Ach, das war die neue Pumpgun. Deswegen, der Trick klappt trotzdem. Junge, wo bist du? Ist auch irgendwo einer. Oh Gott, hier sind voll viele Gegner, glaube ich. Hey, Kumpel. Tschüss, Kumpel. Aber hier war, glaube ich, noch einer. Das ist mein neuer Schlafplatz hier. Ich check's nicht. Hier war da noch einer. Oh mein Gott, ist das eine epische? Nein, ist nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz zu Meister Splinter. Mal gucken, was der so treibt. Kartons brauche ich ab hier nicht mehr. Ich tue jetzt einfach kurz so, als wäre ich Meister Splinter. Ich bin einfach er. Emoten. Ich bin du. Und du bist ich. Und zusammen sind wir die Splinters. Das ist wirklich einer. Schau, wie der weggeht. Ich tue jetzt einfach so, als wäre ich der Boss. Oh, da vorne ist er.
Hey, Buddy. Hab ich irgendein Emote? Das hier. Der wird doch safe denken, dass ich du bin. Ey, geh doch mal weg, Alter. Er ist so ein Assi, ne? Kannst du jetzt mal gehen? Es wird doch keiner denken, dass ich du bin, Mann. Ey, ich schwöre, er macht das extra. Hallo. Oh Gott, ich bin geliefert. Ich wäre doch der erste Fake. Lol. Das hat wirklich funktioniert. Komm, darauf erstmal ein Biggie für dich, Shredder, Alter. Was war das denn bitte? Wer heult jetzt einfach. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, was willst du denn jetzt von mir? Komm, schieß den Bot an. Ja, wirf. Greif mal jetzt das Splinter an. Los, schieß doch auf ihn. Er wird nur aggressiv werden, wenn du das machst. Das wird nicht gut enden für dich, mein Freund. Jetzt läuft er wieder weg. Oh, sie kommen. Hallo. Hallo, Freunde. Ich bin's doch. Meister Splinter. Oh, hat nicht so gut funktioniert am Ende des Tages. Die wollten mich jetzt aber auch miesebrise aufmischen, glaube ich, ne? Egal, es hat einfach funktioniert. War doch mega lustig. Deswegen, Leute, einfach mal die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann kriegt ihr auch sowas hier mit einfach. Hast du noch ein Biggie für mich? Er ist der beste Mann. Ich werde langsam irre hier. Oh, da schießt jemand. Was bist du denn für eine Laune der Natur da hinten? Hä? Er schießt, aber er ist nicht da. Jetzt kommt er sogar. Oh, der ist richtig sauer. Cool, Trooper. Versteckst du dich gerade? Das ist doch kein Hide-and-Seek-Wettbewerb hier. Okay, er ist tot. Deine Mission ist hier geendet. Oh mein Gott. Wir haben einen Lami-Bär gefunden. Hey Lami, was geht? Leider komplett voll, ich brauche dich nicht. Ich hoffe, dass in der nächsten Fortnite-Season die Lamas wieder stärker werden. Vor allen Dingen wäre es mal cool, wenn die wieder bei so Collaborations dabei wären. Oh oh. Was habt ihr denn jetzt aufgestellt? Leute, ich hab's einfach kaputt gemacht. Hey Jungs, was macht ihr denn hier? Wobei, es könnten auch Mädels sein. Der schießt immer noch auf mein Auto. Was bist du denn für einer? Oh mein Gott. Der hat die mythische. Nein. Es war so knapp. Ich wollte doch in beiden Runden den epischen holen. Einfach von The Weeknd gekillt worden. Meister Splinter. Nächste Runde. Nächster Skin. Wer wird sein? Das ist Michelangelo oder Donatello. Aber ich glaube, ich weiß es diesmal. Es ist Donatello, oder? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich recht habe. Gott, das heißt, in dieser Runde dürfen wir nur lila Waffen benutzen und sein mythisches Item. Das könnte geil, aber voll schwer werden. Schnell nach hier vorne. Mit ein bisschen Glück könnten wir unten bei Meister Splinter vielleicht schon die erste Waffe finden. Ich muss sagen, ich finde das auch mega geil, dass du hinten am Backlink einfach die Waffe hast, die du gleichzeitig als Spitzhacke hast. Das ist schon cool, Mann. Wenn du die ausgerüstet hast, ist sie einfach nicht vorhanden. Hallo Meister Splinter, ich habe kein Geld. Kannst du mir trotzdem was geben? Kuss, Digga. Komm schon, irgendwas Lilanes. Auf korrekt. Oh mein Gott. Das klappt doch noch direkt. Das klappt eigentlich nie. Einfach lila Waffe am Start. Vielleicht noch irgendwas? Boah, es wäre sogar was Goldenes dabei gewesen. Das hätte ich irgendwie geiler gefunden. Ist noch ein Biggie für mich? Perfekt, danke, Bro. Ja, egal, dann spielen wir erstmal Pumpy Only auf jeden Fall. Und ich werde mal gucken, ob wir ein paar Gegner mit einem Power-Panga hier ausschalten können. Ladies and Gentlemen, der einzig wahre Loot-Drop. Eigentlich ist es nur ein Stock, aber ich sag euch ehrlich, wenn ihr ihn einsetzt, ist diese Waffe einfach nur ultra geil. Ich liebe sie einfach. So, das nehmen wir mit. Den restlichen Schrott können wir hier lassen. Jetzt muss ich echt mal ein paar Gegner finden. Wo sind die bitte alle? Deine hieß einfach 240 km/h. Junge, wie schnell bist du denn unterwegs? Ich werde gleich irre. Ich habe keinen Gegner gefunden bis jetzt. Hallo? Wo seid ihr alle? Wie seid ihr da drin? Boom. Der erste Schuss. Direkt ein Volltreffer, Mann. Schade, dass du nichts Lilanes dabei hattest. Aber ist schon okay. Wir werden schon noch was finden. Wir auf jeden Fall in dieser Runde eine Sniper haben. Nee. Ey, du schräger Vogel. Zeit, dass du ein bisschen Ärger kriegst von mir. Ah, noch einer? Wer hast du das gebaut? Ist der da drunter? Ich check hier gar nichts mehr. Ich glaube, der war das irgendwie. Aber wie geht das denn bitte? Konnte der sowas bauen? Oder schießt einer? Ja, okay. Bock, ne? Du triffst ja jeden Schuss. Bisschen aufpassen. Ich glaube, der ist nicht allzu schlecht. Ja, okay, ich kann aufbauen. Boah, er schießt mich runter. Ich kann dich doch nicht bauen. Alter. Irgendwas passt hier gerade nicht bei mir. Uno momento. Sollte die Pumpgun vielleicht nach vorne tun. Der öffnet echt eine Kiste auf Disrespect? Dein Ernst? Hat leichte Probleme. Ich schwöre, der will mich alleine holen, habe ich das Gefühl. Du bist das schon, Whitey White. Was soll das werden, Mann? Halt dich mal zurück, Junge. Oh, meine Waffe muss durchgeladen werden. Cool, chillt da unten. Jetzt meine Fähigkeit einsetzen. Lass den guten alten Kumpel doch mal kurz rein. Mein Mate ist schon mal tot. Und ich bin jetzt auch gleich tot. Nein, 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 nein. Nö, nö, nö. Ich komme gleich wieder. Er ist gierig, Mann. Ich mag das einfach. Sag euch, das hat mich richtig angefixt seit Ranked irgendwie. Weil sehr wenig Sachen dabei. Er trifft mich durch die Wand. Ich werde irre.
Komm schon. Er soll mal runterfallen. Komm her, mein Freund. Du bist white und ich bin gleich auch tot. Let's go, Mann. Was nicht übel, auf jeden Fall, Mann. Aber am Ende des Tages hat der gute Donatello doch den Überblick, ey. Das war schon ein bisschen knapp gerade. Was ist dein Ziel, Junge? Hä? Oder bist du ziellos? Warum triffst du mich denn noch so gut, Mann? Oh, ich treffe ihn gar nicht mehr. Boah, der war aber dick voll, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ey, der hat hier alles gehabt. Und Metz-technisch sind wir wieder richtig gut dabei gerade. Hey, Freunde, was macht ihr denn hier? Ey, das ist doch der von gerade, dieser The Weeknd, Mann. Erzähl mir doch nichts. Das ist doch der Typ von gerade. Oh Gott, nicht schon wieder dieser Bot, Mann. Oh Gott, das war knapp. Wenn ich dich ausschalte, ist der Bot immer noch nicht tot, richtig? Doch, ist er explodiert. Oh, der hat den Sniper dabei. Du bist da der größte Mann. Okay, jetzt können wir echt ein bisschen durchswitchen. Ah, die ist auch lässig gepimpt. Oh, da vorne ist Hulk, Freunde. Es kommt. Es kommt genau auf mich zu. Oh, oh. Das ist ein kleiner Ärgermacher. Ja, war wohl doch nicht so stark. Um wegen, du bist der Hulk, Mann. Hast aber nicht viel ausgehalten. Das sind echt geile Waffen. Ich habe mir die Waffe auch gewünscht, ey. Hier ist sogar noch was, die dann ist. Komm, nehmen wir auch mit. Kann ich den Stock nach hinten packen? Oh, da kommt aber einiges auf mich zu. Guck mal, zwei Leute mit Medaillons. Jetzt wird's spaßig werden. Fighten hier sogar noch. Das war der Freund von dem. Sammelt er die Karte ein. Hol ihn wieder. Ich muss mich kurz um andere kümmern. Ich dachte, Hulk wäre sein Bruder gewesen. Schau mal nicht. Oh, da hinten gibt ein kleines Dance-Battle ab, glaube ich. Ja, so schnell ist die Party wieder vorbei, ne? Hey, komm, mach auf. Ich kann auch durchschießen. Das tut auch sehr weh. Das kann ich ja nicht bauen. Warum macht denn er das? Nein, nicht weglaufen. Ich komm mit. Das Nachladen. Er hat auch einen Schall gedämpft. Ey Leute, ich will diese Runde jetzt hier nicht verlieren. Das war knapp. So guck ich so zur Seite. Was passiert hier gerade? Ich bin voller Mitfiebern irgendwie. Ich sitze ja nicht. Boah, der hat aber gesessen. Ja, das war auch nicht so clever. Er hat schon ziemlich Angst auf jeden Fall. Er hielt halt ganz gut durch. Da müssen wir halt ein bisschen gucken jetzt gleich. Das ist alles wieder weg, was du gerade angehäuft hast. Es ist alles wieder weg. Ich habe 400 Schuss, um dich zu ärgern, mein Freund. Ich kann doch auch mitkommen. Ich wollte mich reinlegen. Gott. Ja, okay. Jetzt Zeit abzuhauen. Das war jetzt nicht so gut. Wenn er mich jetzt verfolgt, bin ich gleich tot. Das Problem ist, ich heile halt nicht. Er schon. Komm, wieder mich so. Er will mich umbringen. Oh mein Gott. Kann's aber nicht wissen. Kann eigentlich nicht wissen, dass ich hier bin. Kann nicht wissen, dass ich hier bin. Boah, jetzt ein Headshot, der Junge. Geh einfach. Let's go, man sieht sich immer zweimal im Leben. Mein kleiner Freund. Mein kleiner Habubi, Alter. Was für eine Genugtuung einfach. Let's go. Hab auf euch gewartet, ihr Schnullis, Alter. Das heißt jetzt noch zwei Gegner. Und die sind wahrscheinlich da oben. Peter Griffin und sein Compadre. Ich werde die Sachen übrigens nicht mitnehmen. Wobei, ich könnte es eigentlich, oder? Egal, wir verzichten auf Medaillons. Brauchen wir diese Runde nicht. Wir haben genug mythische Sachen am Start. Und das Gute ist, wir müssen zu mir kommen. Oder? Ja, müssen sie. Endlich. Schieß auf mich. Ich schwör's euch, denkt jedes Mal, ich höre mich, Leute, aber es ist gar nicht so. Boah, wie süß. Was machst du denn da? Hast auch noch 116 weniger. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall gerne Glocke aktivieren und Creator-Code WannabeMightWisher benutzen. Ich küsse doch eure Augen. Gucken, ob ich die jetzt auch noch gekillt kriege. Die haben jetzt gerade echt kein leichtes Leben, Mann. Ich schaff uns aber noch. 3 vs 1, wer weiß, wer das Ding gewinnen wird. Oh mein Gott. Hör doch auf mit dieser Autopump. Hör doch auf damit. Ich schwör, hör auf damit. Ich hasse dieses Ding. Guck mal, er trifft jeden Schuss. Ich bin noch tot. Ich bin noch tot, wenn das so weitergeht. Oh Gott, nein, hör doch auf, Mann. Warum seid ihr so gut? Geht. Bleib unten, du Schnulli. Ich glaube, ich kann nicht abbauen, aber egal. Ich werde der Einzige, der gleich... Nein. Nein, der Einzige, der gleich stirbt, bin ich selber. Ich falle einfach runter. Ey, das gibt's einfach nicht, Leute. Das war doch ein easy-going-Sieg und ich vergeig's einfach am Ende. Macht's besser als ich. Probiert das Ganze aus, dann hören wir uns im nächsten Video wieder.